Als mein erstes Kind unterwegs war, war das für mich auch der endgültige Entschluss, mich dem Erwachsenwerden zu stellen. Immerhin war ich da 50. Ich weiß noch, dass ich früher immer gesagt habe, ich will nicht erwachsen werden, ich möchte pubertär bleiben. Ich fand mich ganz toll dabei. Doch in Wirklichkeit habe ich nichts anderes getan, als gesellschaftskonform zu sein. Unsere Gesellschaft will ja pubertär bleiben. Es laufen überall 50-jährige Männer herum, die sich wie 20-Jährige anziehen und benehmen. Machen wir jetzt Feinde, oder? Ja. Die Marktwirtschaft braucht offenbar pubertäre Menschen. Jemand, der in sich ruht, ist nicht ständig auf der Suche nach neuen Markenprodukten. Äußerlichkeiten, die ihm bei der Bereinigung seiner seelischen Probleme helfen sollen. Seit ich selbst Vater geworden bin, werde ich das Gefühl nicht los, dass es den meisten Erwachsenen, um in die Erfahrungswelt von Kindern einzudringen, ja, an diesem wunderbaren Kennenlernen der Welt teilzuhaben und sich von den Kindern dadurch beschenken zu lassen, dass es also den meisten Erwachsenen an Weisheit und Reife mangelt. Wir sind so sehr in unsere Welt der Vernunft, der Zahlen und Fakten eingesponnen, dass wir wie mit Scheuklappen durch eine Welt voller Wunder laufen. Manchmal ertappe ich mich selbst schon dabei, mich vom Weltbild der zahlreichen Ernüchterner und grauen Herren infizieren zu lassen. Zum Glück gab es da Valentin und Tamino. Gibt es Valentin und Tamino? Und all diese Zauberwesen und Engel, die ich durch jahrelange konsequente Nichtbeachtung auf Distanz gehalten hatte, kamen jetzt durch sie wieder zu mir, wenn ich meinen kleinen Söhnen nahe war. Es war Winter und ich war sauer, dass ich raus musste. Ja, es schneite, die Flocken fielen sanft zu Boden, dick und flauschig. Ich sah den magischen Zauber nicht, weil ich zu beschäftigt war mit irgendwelchen sinnlosen Gedanken und meinem Ärger über dieses schlechte Wetter. Da stellte sich mein Bub neben mich und er blickte zum Fenster raus und hatte diesen Glanz in den Augen, den Kinder so oft haben, gerade wenn wir es gar nicht verstehen, warum. Und dann sagte er nur, Papa, es schneit. Ich habe jetzt noch Tränen in den Augen, da ich das schreibe. Er zeigte mir mit einem Blick und ein paar Worten, wie sehr wir Erwachsenen uns vom Wunderbaren entfernt haben. Und ja, seitdem betrachte ich Schneeflocken anders als früher. Und wie schreibt doch Dorothee Sölle, die von mir so verehrte Theologin, so wunderbar? So wie eine Welt ohne Poesie das Geheimnis der Schneeflocke aufgegeben hat, so erstickt eine Welt ohne Spiritualität an ihrem gnadenlosen Funktionalismus. Jetzt seid ihr schon groß und bald aus dem Haus, die Kindheit ist so schnell vergangen. Für die Eltern ist deshalb nicht alles aus, die haben noch andere Verlangen. Obwohl ich hätte so manchen Moment liebend gerne fester gehalten. Doch man kann sich die Flüchtigkeit der Zeit nicht nach eigenem Willen gestalten. Was kann ich euch mitgeben auf diesem Weg, den ihr nun ganz alleine beschreitet? Die Hoffnung, dass euch mit jedem Schritt stets meine Liebe begleitet. Ich hab's nun mal nicht so mit der Moral, wann sind Kinder gut, wann böse. Kinder sind schuldlos, haltet sie frei vom Moralismusgetöse. Ihr seid ein Wunder, wie jeder Mensch, geboren aus dem absolut Schönen. Und die Welt sähe so viel friedlich aus, könnte man sich daran gewöhnen. Ich war nie perfekt, wie könnte ich auch? Ihr kennt meine Kunst zu scheitern. Und perfekte Eltern konnten uns doch im besten Fall nur erheitern. Was habe ich falsch, was richtig gemacht? Ihr wart mir doch nur geliehen. Ich rede nicht gern um den heißen Brei, ich wollte euch nie erziehen.
erziehen zu was? Zum Ehrgeiz, zur Gier, zum Chef im richtigen Lager. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träume und Versager. Einen einzigen großen Wunsch hätte ich noch, da seid mit mir bitte konform. Egal, was sie dir versprechen, mein Kind, trag nie eine Uniform. Es wird nicht leicht, die Zeiten sind hart, es knarzt mächtig im Getriebe. Ich hoffe, euch trägt auch durch Not und Pein bedingungslos meine Liebe. Das ist alles, was ich verschenken kann, keine prall gefüllten Konten. Und Augenblicke der Schönheit, da wir zusammen uns glücklich sonnten. Sorgt euch nur nicht um den Vater, nun kommt euer ganz eigenes Leben. Ihr habt mich gelehrt und ich danke euch dafür, ohne zu wollen, zu geben.